Bernd Westphal. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als überzeugter Parlamentarier und Demokrat finde ich das Instrument der Aktuellen Stunde wirklich sehr hilfreich. Aber ich finde das schon sehr merkwürdig, dass die Grünen das beantragen. Warum? Weil auf der einen Seite das Ergebnis der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung begrüßt wird, weil in dieser Kommission ausdrücklich die Rolle von Gaskraftwerken und Gas-KWK als wichtige Rolle als Übergangsenergie beschrieben wird. Das ist begrüßt worden. Und jetzt wird hier in dieser Aktuellen Stunde kritisiert, dass Unternehmen unterwegs sind, diese Gasversorgung sicherzustellen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, müsst ihr euch entscheiden, was ihr wollt. In der Versachlichung dieser Debatte muss man gucken, dass dieses privatwirtschaftliche Projekt, zum Beispiel von deutscher Seite von Uniper und auch von Wintershall, mit auf den Weg gebracht wird und auch andere Unternehmen wie OMV, Engie, ein französisches Unternehmen, Shell oder Gazprom, auch Unternehmen mit staatlicher Beteiligung sind. Aber ein wettbewerblich privatwirtschaftliches Projekt. Die deutschen Behörden haben das genehmigt, was sie zur Genehmigung in ihrem Teil der Pipeline aus deutscher Seite beitragen können. Und die Bundesregierung hat in Brüssel auch dazu beigetragen, dass es einen Kompromiss gibt. Herzlichen Dank da auch an die Bundesregierung, dass das möglich war. Es wäre schon fraglich gewesen, wenn es eine Lex Nord Stream 2 gegeben hätte, die diesem Projekt das Chaos gemacht hätte. Das ist eine unberechtigte Politisierung, die nicht angemessen ist. Was das Zieldreieck der Energiepolitik angeht, also sicher, sauber und bezahlbar, leistet Nord Stream einen wichtigen Beitrag. Wir haben auf der einen Seite, was sauber angeht, eine Klimaverträglichkeit, weil Gas eben eine andere CO2-Bilanz hat als andere fossile Energieträger. Wir wollen langfristig aus der Kohleverstromung raus, und das geht eben nur, wenn wir letztendlich mit Gas einen letzten fossilen Energieträger haben, der hier diese Aufgabe übernehmen kann. Klar ist aber auch, dass Gas grüner werden muss. Und auch die Produzentenländer, die Gasmenge nach Deutschland liefern, zum Beispiel in Form von Zertifikaten nachweisen müssen, dass es eine Bohrlochdichtigkeit gibt oder den sogenannten Schlupf, also Transportverluste, Leckagen dementsprechend verhindert werden. Und das gilt für alle Lieferländer, die hier einen Beitrag liefern müssen. Was die Sicherheit unserer Energieversorgung angeht, haben wir mit den erneuerbaren Energien eben die Volatilität in der Erzeugung. Und bis wir die Infrastruktur von Speicher und Netzen dementsprechend aufgebaut haben, ist Gas ein flexibler Energieträger, der dazu beitragen kann. Und man muss, was die Sicherheit der Lieferung angeht, auch sagen, das gehört zur Wahrheit dazu, dass in den letzten Jahrzehnten russische Energielieferungen, ob Gas oder Öl, nie politisch missbraucht worden sind. Und deshalb ist das ein wichtiges Instrument der Versorgungssicherheit. Wir haben auch, was die Preise angeht von Gas, einen Beitrag, der die Liquidität im Markt erhöht. Das führt dazu, dass wir, was die Gaspreisgestaltung angeht, hier auch einen Stabilitätsfaktor haben. Die Relevanz von Gas für die deutsche Industrie will ich hier auch noch einmal betonen. Das ist etwas, was auch die Grünen durchaus mit im Blick haben müssten. Wir haben zum Beispiel in der Grundstoffindustrie, in der chemischen Industrie, nicht nur für die Energieerzeugung, das Gas als Grundstoff. Die BASF zum Beispiel hat einen Gasverbrauch, der vergleichbar ist mit dem von Dänemark. Und da sieht man, wie wichtig das ist, zu unserer industriellen Wertschöpfung auch dazu beizutragen. Und das ist für uns als SPD zumindest sehr wichtig. Natürlich muss Gas auch grüner werden. Deshalb werden wir auch trotz Nord Stream 2 uns nicht zurücklegen, sondern vielmehr muss es die Tatsache sein, dass wir diese Situation nutzen und ein Ansporn sein, dass Gas grüner wird. Hier kann zum Beispiel Wasserstoff einen großen Beitrag leisten, auch einen Anteil in der Gasinfrastruktur zu nutzen. Dementsprechend brauchen wir in der zukünftigen Verwendung mehr Anreize, Gas auch im Mobilitätssektor einzusetzen. Und wir brauchen natürlich auch mit dem Klimaschutzgesetz Rahmenbedingungen, die das anreizen, Elektrolyseanlagen dementsprechend aufzubauen. Was die außenpolitische Dimension angeht, die Nachbarländer, unsere mit- und osteuropäischen Nachbarländer, haben sicherlich eine andere Erfahrung mit Russland gemacht als wir, auch historisch. Und deshalb sind die Bedenken, die dort und Befürchtungen formuliert werden, ernst zu nehmen. Wir werden das mit in die Überlegungen einbauen. Und das, was
die Transitmöglichkeiten über die mittel- und osteuropäischen Länder eingeht und auch eine Einnahmequelle für diesen Bereich darstellt, mit berücksichtigen in der zukünftigen Planung. Zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen weg von fossilen Energieträgern. Ja, das stimmt. Aber gleichzeitig auszusteigen aus Öl, aus Kernenergie, aus Kohle wird eben nicht funktionieren. Gas ist ein leistungsfähiger Energieträger. Er wird für gesicherte Leistung sorgen, was Versorgungssicherheit angeht. Er wird die Brücke bilden ins erneuerbare Zeitalter. Und deshalb ist Nord Stream 2 ökonomisch und ökologisch ein sinnvolles Projekt. Vielen Dank und Glück auf. Für die Fraktion der FDP hat das Wort der Kollege Dr.